klettern. Okay, jetzt das Signal aufnehmen. Wo ist der beste Platz? Ich sollte einen guten Platz finden, um Silgas Nachricht zu empfangen. Dock 142 an Enduring Victory Reno. Vorratsabwurfsignal Echo. Paul. Ich bete, dass du dies empfängst. Drin ist eine Nachricht für dich. Da. Ich habe die Signalquelle. Nicht allzu weit von hier. Ich muss nur hinkommen. Ich krieg bestimmt eine gute Aussicht, wenn ich hier runtergleite. Ich sollte was anderes nehmen als Löschwasser. Die Wolken sind leer. Der Regen ist vorbei. Mein Fokus empfängt das Signal, das Silga gefunden hat. Ich muss die Maschine suchen, bevor ich nach dem Ursprung suchen kann.
Scannen und sehen, ob ich den Ursprung finde.
Ich muss hier weg. Da bist du ja. Wie komme ich jetzt zu dir? Das sollte ich mir genauer ansehen. Sieht vielversprechend aus. Na gut. Rein ins Wasser. Da bist du ja. Mal sehen, was drin ist. Klingt, als wäre er ihr sehr wichtig gewesen. Das wird Silga erfahren wollen. Und der Sender darin, der die Nachricht übertragen hat, wird sie sicher interessieren. Aloy, die Worte vom Stachel sind verstummt. Was ist passiert? Das hier hat mit deiner Anlage gesprochen. Das ist alte Weltausrüstung zur Kommunikation über weite Entfernungen. Die Nachricht wurde gestoppt, als ich sie nahm, aber ich habe die Nachricht gehört, von der die Stimme sprach. Wie lautet sie? Während eines alten Krieges wollte eine Frau einem Mann, den sie kannte, Vorräte schicken. Sie wollte ihm mitteilen, dass ihre Unstimmigkeiten nicht mehr von Bedeutung waren. Dass sie an ihn denken würde, wenn das Ende käme. Oh. Wir sind wohl irgendwie seelenverwandt. Ich wünschte, ich könnte meinem Bruder so eine Nachricht senden. Sagen, dass ich ihm vergeben habe. Das hätte er gewollt. Das weiß ich. Dieser Mann, der Alte, hat er die Nachricht je gehört? Ich glaube nicht. Tja, das ist wohl oft der Lauf der Dinge. Doch bei der Stärke dieses Geräts konnte die Senderin hoffen, dass er es gehört haben könnte. Tolle Sache. Nachrichten nach nah und fern zu schicken. Kann ich das behalten? Es ist ein Schatz. Natürlich. Danke. Manchmal erfahren Menschen nie, was sie wissen sollten. Aber mit diesem Ding kann ich sie vielleicht miteinander sprechen lassen. Den ganzen Weg von Hauptquell bis... wer weiß wohin. Hey, ich habe in dem Lager noch ein paar Dinge gefunden. Vielleicht kann ich daraus etwas herstellen. Kann ich deine Werkbank benutzen? Na klar, gleich da hinten. Jederzeit, Aloy. Sie gehört dir.
Ich glaube, ich weiß, was ich mit den Teilen machen kann. Gut, ich freue mich aufs Ausprobieren. Wenn ich das hier nehme. Nein, das funktioniert nicht. Muss das Dorf sein, von dem Sokka sprach. Anscheinend wurde es geflutet. Vielleicht durch einen Sturm. Obwohl jemand überlebt hat? Auf dem Aussichtspunkt sind Überlebende. Ich sollte nach ihnen sehen. Geht es ihm gut? Ah, wird schon wieder. So. Aber was ist mit den anderen? Lass das meine Sorge sein. Ruh dich aus. Ich bin Natika. Du bist weit weg vom Osten, Fremde. Du bist Natika. Dann ist das ihr Blutzeichen. Was davon übrig ist. Wo hast du von diesem Dorf gehört? Der Tinterlehrling in Brennspeer hat mir von dir erzählt. Er sorgt sich, dass eurer Karawane etwas zugestoßen ist. Wie du siehst, haben wir größere Probleme als eine Lieferung Ascheblut. Was ist passiert? Beim letzten Sturm wurde der halbe Berg weggeschwemmt. Die Schlammlawine rollte mitten durch das Dorf. Viele Bewohner werden vermisst. Aber ich muss auf diese zwei aufpassen. Ich kann mich mal umsehen. Wenn ich jemanden finde, schicke ich sie her. Ich danke dir. Und wenn du einen alten, grimmigen Soldaten namens Kentok siehst, sag ihm, wo ich bin. Vielleicht kann ich mit meinem Fokus Überlebende finden. Das Wasser ist sehr verschmutzt. Unterwegs abschütteln. Hier oben. Wir haben hier verwundet. Wir müssen hier runter. Moment, ich überlege mir was. Ich muss einen Weg finden, die Tenakt von der Klippe zu holen. Der alte Kran könnte helfen. Wenn ich den in die richtige Position kriege, schaffe ich ihnen eine Brücke. Unser Kamerad ist verletzt. Wir brauchen einen leichten Weg nach unten. Ich muss den Kran in die richtige Position bekommen. Ich könnte mich mit meinem Fokus umsehen.
Der Kran ist zu weit von den Tenakt auf der Klippe entfernt. Aber vielleicht kann ich ihn bewegen. Das Geröll blockiert den Sockel des Krans. Vielleicht bekomme ich ihn frei, wenn ich den Balken abziehe. Da hat sich etwas bewegt, aber er klemmt irgendwo anders fest. Unter Wasser vielleicht. Mein Fokus kann mir beim Suchen helfen. Noch mehr Geröll. Den Feuerglimmer anzünden sollte es beseitigen. Okay. Der Kran ist bereit. Wie kriege ich den jetzt runter zur Klippe? Ich sollte mir die Unterseite des Arms ansehen. Vielleicht kann ich ihn bewegen. Mein Fokus findet vielleicht was. Etwas hält anscheinend den Arm fest. Da, wenn ich den Balken rausziehe, sollte das das Gegengewicht entfernen und den Arm senken. Aus kann ich den Balken wohl nicht rausziehen. Ich muss weiter nach oben. Na, also... hängt irgendwo fest. Ich sollte raufklettern und mir das ansehen. Wenn ich diese Kabel loslöse, sollte sich der Arm ganz senken. Er kommt runter! Vorsicht! Alles okay. Blut der Zehn! Wie hast du das gemacht? Keine Ahnung, wie du es geschafft hast. Aber danke für die Rettung. Geht es allen gut? Sein Bein ist gegen etwas Geröll gekommen, als wir weggerannt sind. Aber es geht schon. Wieso wart ihr da oben? Beim letzten Sturm hat eine Lawine das Dorf zerstört und dieser Vorsprung war genau über dem Wasser, als wir ankamen. Aber als alles vorbei war, lief das Wasser ab und wir saßen hier oben fest. Und wir konnten einen Kameraden nicht hier lassen. Schafft ihr es von hier aus zum Ufer? Natika kümmert sich dort um die Verletzten. Natika? Den Zehn sei Dank. Wir werden zu ihr gehen.
Sie wird wissen, was zu tun ist. Ich habe gesehen, wie einige andere zu den Metalltürmen gelaufen sind. Schau dich doch dort mal um. Danke. Ich sehe es mir an. Gekommen sein. Fremde! Diese Maschinen haben uns eingekreist. Bei der Lawine haben wir unsere Waffen verloren. Haltet durch! Ich kümmere mich. Dieser Felsen. Zerbrich den Stützbalken und zermalme die Maschinen. Wow, du hast es den Maschinen gezeigt. Geht es allen gut? Ohne die Schnappmäuler geht es uns hier jetzt besser. Du verstehst dich aus Kämpfen. Während des Sturms sind einige unserer Kameraden zu den Türmen im Westen gelaufen. Sie brauchen bestimmt auch deine Hilfe. Okay, ich schau mal nach. Hast du Kentok gesehen? Natika hat mich gebeten, nach ihm zu suchen. Ich habe ihn seit der Lawine nicht mehr gesehen. Okay. Geh zum Ufer auf der anderen Seite des Dorfes. Dort sind Natika und die anderen. Mach ich. Danke nochmal.
Hier finden wir laut So Grimhörner, deren Teile sie zur Heilung von Reintlangs Landgöttern braucht. Ich sag dir, dass ich hier bin.